Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Punks, der Musik-Podcast rund um die Themen NFTs, Web3 und AI mit Lukas und Chris. So, Lukas, was haben wir heute mit dabei? Yes, SoundXYZ sammelt 20 Millionen ein und öffnet jetzt seine Tore für alle. Johnny Cash singt Barbie Girl, ist viraler KI-Hit. Und Black über neues Album, Ende-Kollaboration und sein Self-Care-Hiatus. Und Artist-Drop von TK haben wir heute dabei. Yes. Und wir starten direkt auch mit News Nummer 1. Und da fangen wir direkt mit SoundXYZ an. Die sammeln 20 Millionen ein und öffnen die Tore für alle. SoundXYZ, die Plattform für Musiker, hat eine Finanzierungsrunde über 20 Millionen Dollar abgeschlossen, um Musikern zu helfen, von ihrer Arbeit zu leben. Sound bietet jedem Musiker die Möglichkeit, neue Songs direkt an Fans zu verkaufen und so auch neue Einnahmequellen zu erschließen. Künstler können den Preis ihrer Musik selber bestimmen und erhalten sofortige Zahlungen. Bei Spotify wartet man mitunter manchmal 3 bis 6 Monate darauf. 22 gestartet, konnte Sound bereits Einnahmen erzielen, die 1,6 Milliarden Streams entsprechen. Jetzt sind diese Tools eben für alle verfügbar. Das Startup hat mit einem kostenlosen Erinnerungs-NFT das Ganze gefeiert. Insgesamt ist Sound bestrebt, die Musikwirtschaft für Künstler zu revolutionieren und gleichzeitig auch ein Zuhause für neue Musikentdeckungen im Internet zu sein. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt, jetzt wo die Tore auf sind. So, Johnny Cash singt Barbie Girl, viraler KI, der geht live, Zeitreise in die Musik mit There Are Wounded gefällig. Das ist ein YouTube-Kanal und der hat dank KI-Technologie eine Johnny Cash-Cover-Version von Barbie Girl veröffentlicht, trotz des Todes des Country-Sängers im Jahre 2003. Doch hier endet, wie man es auch nennen mag, Magie nicht. Kanalbetreiber Dustin Ballard plant, KI-Cover-Versionen auf die Live-Bühne zu bringen, vom King Elvis bis hin zu Frank Sinatra. Ja, niemand ist vor dem kreativen Einfallsreichtum dieses Kanals wohl sicher. Gut oder schlecht, die Technologie wird immer benutzerfreundlicher, sodass wir in Zukunft auch noch mehr unerwartete musikalische Überraschungen uns freuen oder einstellen können. Sehr geil. Dann haben wir noch Black dabei über sein neues Album Ende Kollaboration und den Self-Care-Hiatus von ihm. Nach einer bewussten Pause kehrt der Grammy-nominierte Black, geschrieben Six Leg, mit frischem Elan zurück. Er bringt nicht nur sein erstes neues Album seit über 5 Jahren raus, sondern präsentiert jetzt auch das erste Sound-Wellness-Set in Zusammenarbeit mit Endel, das ist ein KI-Startup. Die immersiven Audio-Umgebungen, die sollen Schlaf und Konzentration unterstützen und sind aus seinem neuen Album Since I Have a Lover abgeleitet. Black selber sagt, es ist erfrischend, eine neue Interpretation von etwas zu hören. Die Zeit abseits der Musik hat der Künstler genutzt, um seine Routinen zu ändern, an seiner mentalen Gesundheit zu arbeiten und neue Skills wie Gitarre spielen und Online-Kickboxen zu erlernen. Für ihn ein Neuanfang, der beweist, es ist Technologie, aber es ist Kunst und es ist Magie. Da haben wir schon wieder die Magie heute. Viel Magie heute in der Folge. Das zieht sich auf jeden Fall durch, ja. So, dann haben wir noch einen Artist-Drop mit dabei. TK mit Origins. Der Singer-Songwriter TK aus Los Angeles, der ist bekannt für seine Musik-NFT-Collection Eternal Garden. Der präsentiert sein zweites Album Origins. Das Album hat 7 Songs und nimmt die Zuhörer auf eine musikalische Odyssee mit, die die Ursprünge der mystischen Welt des Eternal Gardens offenbart. Und genau wie er sagt, wie jede Blume ihre Wurzeln hat, so gründet TK die Anfänge in seiner Musik. Das Album kann man für 0,007 ETH minten oder aber als einzelne Songs für 0,0011 ETH auf SoundXYZ kaufen. 7000 NFTs an der Zahl mittlerweile komplett ausverkauft. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Yes, wir haben aber direkt ein Preview. Wir haben nämlich endlich wieder einen Interviewgast am Start und zwar Michael Imperium. Das ist ein sehr krasser Typ, wie wir im Interview gelernt haben. Der blickt auf wirklich eine krasse Geschichte zurück, hat an Kompositionen für diverseste bekannte Online-Games und Mobile-Games gearbeitet, aber auch für AAA-Titel, unter anderem auch an Doctor Who zum Beispiel oder an einem Queen-Videospiel. Also es ist super interessant, seine Geschichte zu hören. Deswegen freut euch schon mal auf das Interview mit ihm. Das kommt am Sonntag, den 30. Juli raus. Yes, genau. Ansonsten habt einen schönen Sonntag und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Yes, macht's gut.